Ihr wollt wissen, warum ich hier sitze? Alex Bening, der alte Blues- und Funksänger, hat ein Album aufgenommen, das zweite jetzt, Trickster und Propheten. Wir haben insgesamt 12 Songs aufs Album gelegt und es war jetzt vorher gar nicht so festgelegt, wie viele Songs draufkommen. Das ergibt sich immer nachher so, wenn man dann das zusammenstellt, das Album, was passt doch nicht, was kann vielleicht aufs nächste kommen. Also es war so, dass ich viel unterwegs war seit dem letzten Album und ich habe ja auch gesagt, ich mache nochmal ein zweites. Und ich habe das so gemerkt, dass ich, weil ich viele Menschen kennengelernt habe und an verschiedenen Orten war, dass ich immer mehr Erfahrungen gesammelt habe und immer mehr Geschichten gesammelt habe und mehr Vertrauen, auch zu sagen, ich bringe nochmal neu in die Manege rein und baue mir jetzt mein eigenes kleines Zirkuszelt auf und spiele nochmal eine Zugabe, weil die einfach auch eingefordert wurde von, nach dem ersten Album. Dann war das so die Frage, schreib mal 12 neue Songs. Da ist wahrscheinlich, glaube ich, jeder Künstler so ein bisschen aufgeregt, wie klappt das und wie geht das. Und bei mir war das wirklich so, dass ich in den unterschiedlichsten Momenten Songs geschrieben habe, teilweise im Bus, teilweise auf dem Fahrrad, denn dann wieder ganz krampfig abends und mir fiel nichts ein. Oder ich hatte eine Melodie und mir fielen die Worte nicht ein, aber irgendwann machte das Klick und ich wusste, das ist das Thema. Ich habe wieder meine Liveband dabei, also das ist Georg Schröder am Bass, Detlef Martens am Schlagzeug und Wolf Schnarr seiner Gitarre. Und habe diesmal noch einen Schwerpunkt mehr auf Tasten und Klavier gelegt, auf so Flächen und Klaviersounds. Das ist der Sven Urbatzka, der hat gespielt. Und dann hatte ich noch ein paar verschiedene Gastmusiker, die aber nicht alle im Studio waren. Die meisten waren irgendwo in der Schweiz oder je nachdem, wo sie leben. Und haben wir dann über Ferndiagnose und Austausch haben wir dann die Sachen aufgenommen und hergeschickt. Also die Musiker, mit denen ich arbeite, das sind einfach auch wirklich Charaktere. Das sind Menschen, die auch eigene Songs schreiben, die sich ausleben wollen. Und dann kommen Vorstellungen aufeinander und wenn ich dann sage, hier, Alex Bening Song, das wünsche ich mir so und so, dann ist das nicht immer einfach für die Mitmusiker zu sagen, doch nochmal anders spielen, doch nochmal anders auffassen, als man das vielleicht dann sich wünscht als Gitarrist oder als Bassist oder Trommler. Und da kommt man, da reibt man aneinander, weil wir uns auch alle mögen und sehr eng auch im Tourbus und sowas unterwegs sind, kennen wir uns auch und Grenzen und reizen das dann auch natürlich zur Grenze heraus. Ist auch okay, weil danach ist die Luft wieder rein, dann kann man einfach wunderbar hin und weiter arbeiten. Warum klingt mein Album geiler? Ich glaube, ich habe dazugelernt. Die Band hat sich besser eingespielt und weiß viel mehr noch, was ich will. Und wir haben es hinbekommen im Studio, uns wirklich so zu einigen und auszusprechen, dass wir die Vision, die Ideen von den Songs noch besser und deutlicher einfangen konnten. Das sind manchmal einfach Sounds, manchmal sind das so, dass wir sagen, wir sitzen zusammen im Studio und gucken uns an und nehmen das so auf und nicht nacheinander. Und das hat sich einfach gelohnt, dann mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Das hat einfach die richtigen Mikrofone, die richtigen Stimmungen. Boing, klingt das noch besser zusammen. Der Carsten Deutschmann ist ein schlauer Fuchs. Der hat also, ich weiß nicht, wie er das macht, das muss ein Trickster sein. Das kann gar nicht sein, dass das jemand wirklich kann. Der hört jeden Sound, jedes Husten, jede Nuance hört er raus und weiß genau, wenn er sagt, Alex, besser singst du das nicht mehr heute. Oder anders gesagt, der weiß genau, wo er sagt, das ist Limit, das ist cool, genauso bleibt das. Und er hat auch die Kunst und die Gabe, einem zu vermitteln, hey, vertrau mal, das ist richtig geil so. Teilweise ist das so, dass wir, dann hat der Carsten gesagt, ja, das Klavier ist so ein bisschen verstimmt und ich fand genau das den Charme eigentlich für die Nummer, zum Beispiel bei Elvira Madigan. Also es ist genau dieses kleine, verrauchte, alte, also weißt du, das fahrende Volk unterwegs mit dem Klavier und spielt und ist unterwegs und genau diese Stimmung wollte ich haben für Elvira Madigan. Und dann war das leicht verstimmte Klavier perfekt. Und sowas hört er und weiß er auch einzusetzen und weiß es umzubauen, dass es einfach so klingt, wie es jetzt klingt. Elvira Madigan ist auch so ein Schlüsselsong auf dem Album. Ich hatte einen Song gehört von Mozart und habe gedacht, das ist eigentlich total bluesig, das Stück. Und hatte mir dann überlegt, wie könnte man das mit Klavier spielen. Eigentlich ist es eine Klaviernummer für Klavier und Orchester. Und habe gedacht, ich muss das mal ausprobieren, ob ich daraus einen Blues machen kann. Und habe mich dann mit einem Freund zusammengesetzt, der Pianist ist, und haben wir nochmal ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich recherchiert im Internet und festgestellt, dass das auch schon mal Filmmusik war für einen Film über Elvira Madigan, eine Seiltänzerin aus, ich glaube, Schweden. Das war auch verfilmt worden, ihr Leben. Und ich habe die Geschichte einfach auch genommen für den Text. Und das finde ich auch eine ganz starke Nummer geworden. Das ist von dem Schlüsselnummer auf dem Album. Die 12 Songs beschreiben sehr viele Charaktere, es sind sehr viele persönliche Sachen drin, aber eben auch sehr viele Geschichten, die die Trickster und Propheten so hinterlassen. Ja, Trickster und Propheten, der Trickster ist ja eine Figur aus der Mythologie, und heute sagt man Trickster, der die Ordnung durcheinander bringt und oft auch die göttliche Ordnung. Ich finde, dass im Moment gerade sehr, sehr viele Menschen durcheinander rennen, nicht wissen, wo sie hin sollen und sich getrieben fühlen. Und die Religion das wieder einfängt und auffängt. Und ich mag das nicht. Ich finde den Glauben, finde ich es interessant, jeder soll den Glauben haben. Und wer ohne Glauben ist, ist vielleicht auch verloren. Damit kann ich echt mitgehen. Aber die Religion, dieses
feste Gebilde, das mag ich irgendwie nicht und das passt nicht für mich. Ich habe es beobachtet, dass die Menschen so am Rumtreiben sind. Und dann kam ich auf die Propheten natürlich im selben Moment und dachte, Propheten und Trickster, das ist genau, was ich haben will. Das sind Gegensätzlichkeiten. Das ganze Album steckt voller Gegensätze. Das ist so, wenn du den, hinten auf dem Album ist ja dieser Würfel mit mir im Hintergrund. Wenn du vorne die 1 siehst, dann weißt du, dass gegenüber die 6 ist. Und dann, wenn du das irgendwie, du hast da das Vertrauen auf der 1, dann hast du auf der 6 natürlich dieses Nichtvertrauen. Oder du hast eine Wahrheit, dann hast du auf der anderen Seite die Lüge. Und davon lebt das Album, von diesen Gegensätzlichkeiten. Und deswegen fand ich Tricks vom Propheten sehr gut. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das Cover. Und ich habe ja mit dem Christa Neffel, ein guter Fotograf hier aus Konstanz, den ich kennengelernt habe, mich mit dem zusammengesetzt und habe gesagt, wie machen wir das Cover, wie gestalten wir das? Und dann hatten wir erst so eine Studio-Session bei ihm im Fotostudio. Und da haben wir auch einige Bilder von genommen fürs Bootlet. Aber das Cover kam uns eigentlich 3 Tage später, die Idee. Wir haben gesagt, eigentlich müssen wir so ein Zirkus-Bild mit drin haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich guck mal. Und dann sind wir ins Internet und geguckt. Und 2 Tage später kam tatsächlich der Zirkus in die Stadt. Und dann sind wir dahin gestiefelt und haben geguckt, ob wir da drehen und spielen dürfen. Und dann hat der Zirkusdirektor gesagt, das dürft ihr. Und ein Zufallsschuss war eigentlich dieses Zelt. Und als wir dann die Bilder durchguckten hinterher, habe ich gesagt, was ist ja geil, dieses Zelt im Halbdunkel. Und dann war es entschieden, wir nehmen das als Cover. Trickster und Propheten, wenn es dafür eine Anspielung ist, es sind einfach die Hauptfiguren, um in dem Bild des Zirkus zu bleiben. Es ist auf dem Album, es sind mehr Akrobaten und Dompteure als Clowns in der Manege. Und für mich sind die Trickster, sind diejenigen, die das irgendwie hinkriegen, dass sie nicht greifbar sind. Und das erlebe ich einfach so im Moment bei den Leuten. Und die lassen sich dann wieder verführen von irgendwelchen Propheten und die Sachen hinreißen, die sie vielleicht gar nicht durchdenken und gar nicht für sich überprüft haben. Und von daher finde ich das einfach total wichtig, auch da Stellung zu beziehen. Und das, also die Platte ist auch ein Statement, aufzumachen und zuzuhorchen und zu gucken und genau wach zu sein und hinzugucken, auch wenn es schummriges Licht ist. In der Stadt heult die Sirene. Was hast du gesehen?